Ich gebe euch jetzt das letzte Kreuz zu Gebet. Mittwoch, 8. Oktober 2014, 21.10 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, mein Herz ist so gebrochen zu diesem Zeitpunkt. Die Verräter haben meine Seite durchbohrt, und die Erde wird nun mit einer Ausgießung meiner Trauer überflutet, die so intensiv ist, dass ich nicht getröstet werden kann. Ich frage euch jetzt, wer von meinen gottgeweihten Dienern wird stark genug sein, die Wahrheit zu verteidigen? Ich gebe euch das letzte Kreuz zu Gebet. Es ist für die Priester bestimmt. Ich bitte, dass meine gottgeweihten Diener es täglich beten. Kreuz zu Gebet, 170, um das heilige Wort Gottes aufrecht zu erhalten. O lieber Herr, mein geliebter Jesus Christus, halte mich, schütze mich, bewahre mich im Lichte deines Antlitzes, da sich meine Verfolgung intensiviert, wo meine einzige Sünde darin besteht, die Wahrheit, das heilige Wort Gottes, aufrecht zu erhalten. Hilf mir, den Mut zu finden, dir jederzeit treu zu dienen. Gib mir deinen Mut und deine Stärke, während ich kämpfe, um deine Lehren gegen heftigen Widerstand zu verteidigen. Verlasse mich niemals, Jesus, in meiner Zeit der Not und gib mir alles, was ich brauche, um dir weiterhin zu dienen. Durch das Bereitstellen der heiligen Sakramente und deines kostbaren Leibes und Blutes, durch das heilige Messopfer. Segne mich, Jesus. Wandle an meiner Seite. Ruhe in mir. Bleibe bei mir. Amen. Euer Jesus.